Was haben wir diskutiert im Jahr 2023 über die Möglichkeiten der Notenbankpolitik und über die Konjunkturentwicklung in den USA als auch in Europa? Und viele Perspektiven, die wir letztes Jahr diskutiert haben, sind nicht eingetreten. Es war ein spannendes Jahr 2023 und ich glaube, es wird ein genauso spannendes Jahr 2024, zu dem ich Ihnen natürlich nur das Beste wünsche. Ich hoffe, dass Sie gut ins neue Jahr gekommen sind. Ich hoffe, dass Sie einen guten Start haben. Von meiner Seite im Namen des gesamten D&E-Teams nur das Beste für Sie im Jahr 2024. Gesundheit, Glück, Erfolg, alles, was Sie sich wünschen. Und ich darf Sie natürlich begrüßen zur heutigen ersten Ausgabe im Jahr 2024. Heute aus Österreich. Ich bin unterwegs und habe es nicht mehr geschafft, zurück nach Deutschland zu fahren. Insofern erleben Sie mich heute hier in ungewohntem Ambiente. Aber nichtsdestotrotz haben wir sicherlich viel zu erzählen und die heutige Ausgabe, Sie sehen es auch, hat den Titel Zwei Perspektiven für 2024. Und genau darum geht es heute. Damit beschäftigen wir uns heute. Wie ist denn die Prognose für 2024? Und da muss man sicherlich ein Stück weit vorsichtig sein. Also, Sie wissen ja, im Jahr 2022 wurden große, wilde Prognosen angestellt für 2023. Erst hieß es, das erste Halbjahr wird schwach, das zweite Halbjahr wird gut. Dann war es genau umgekehrt und am Ende des Tages gab es überhaupt kein schwaches Halbjahr. Es war insgesamt ein sehr, sehr interessantes und dynamisches Aktienjahr mit sehr vielen Informationen und Wünschen, so nenne ich es jetzt einfach mal, die die Marktteilnehmer eingepreist haben. Und einer dieser Wünsche sind natürlich die Zinssenkungen der amerikanischen Notenbank im Jahr 2024. Und ob das eintritt, das darf man gerne bezweifeln, zumindest in der Häufigkeit, wie es eingepreist ist. Wir haben ja so eine Art Goldilocks-Szenario gesehen. Goldilocks-Szenario heißt, trotz der vielen Zinsanhebungen zur Inflationsbekämpfung gab es keinen Einbruch am Arbeitsmarkt. Auch die Wirtschaft in den USA ist stabil geblieben. Lediglich in Europa haben wir eine Rezession, vor allem in Deutschland gesehen. Und die Rezessionsgefahr ist nach wie vor da, auch in Europa insgesamt. Wir hatten es ja im letzten Jahr sehr oft betont, dass wir eine weltweite Rezession nicht sehen, aber die Entwicklung der weltweiten Konjunktur wird bei unserem Webinar heute auch eine Rolle spielen. So, dann würde ich sagen, steigen wir mal ein in die Folien. Und Sie wissen, wie immer können Sie sich die Folien downloaden. Ich habe sie hinterlegt. Wir werden nicht auf jede einzelne Folie eingehen, aber der Foliensatz ist wie immer etwas umfangreicher, damit Sie auch im Nachgang nochmal nachlesen können. Was sind denn die zwei Perspektiven, um die es geht? Nun, zwei Dinge können passieren. Die Weltkonjunktur schwächt sich weiter ab und das würde dazu führen, vor allem in den USA, dass wir Zinssenkungen sehen. Jetzt wird ja ganz viel diskutiert. Kommt die erste Zinssenkung im März? Kommt sie im Mai? Kann Jerome Powell im zweiten Halbjahr überhaupt noch Zinsen senken, weil er da schließlich dann einen massiven Eingriff auf die Wahlen hat? Donald Trump stellt sich heute schon hin und nimmt den S&P-Stand für sich in Anspruch. Er sagt, er ist jetzt der große Kandidat für die Zukunft der Amerikaner bei den US-Wahlen im Jahr 2024 und das würde wohl die Märkte beflügeln. Seine Aussage können Sie jetzt selbst hineininterpretieren, was Sie wollen. Man muss jetzt ein Stück weit aufpassen. Es wird ganz viel diskutiert. Nun, die Möglichkeit der Zinssenkung besteht einerseits darin, dass es eine Rezession gibt, beziehungsweise dass die Konjunktur sich massiv abschwächt. Andererseits berechtigt auch die Federal Reserve zu einer Zinssenkung, wenn die Inflation weiter deutlich zurückgeht. Und das ist eben aktuell nicht der Fall. Wir haben diesen Monat am 12. Januar, am 11. Januar, Entschuldigung, kamen wieder Inflationsdaten und da gab es die erste Inflationssteigerung wieder. Also, ich hatte es ja im letzten Jahr sehr oft gesagt, von 9% runterzukommen auf 3% ist noch relativ einfach. Aber der letzte Schritt, so von 3 auf die angestrebten 2%, ist sicherlich deutlich schwieriger und bedarf einer größeren Anstrengung. Insofern können wir nicht damit rechnen, dass die Federal Reserve massive Zinssenkungen macht. In der Tat würde ich auch sagen, wenn er Zinsen senken möchte, Jerome Powell, ohne dass er jetzt massiven Einfluss auf die US-Wahl nimmt, dann hat er fast nur den März und den Mai, um hier ein Zeichen zu setzen. Man darf sehr gespannt sein. Ich möchte mich in dieser Spekulation ehrlicherweise nicht beteiligen. Ich habe hier geschrieben, ich kreise das mal ein, wenn das
Genau, da ist er. Dass die Wahrscheinlichkeit bei 60% liegt, dass die Zinsen gesenkt werden. Inzwischen geht es sogar ein Stück weit über 70% hoch. Trotzdem, Entschuldigung, bis März ist noch eine lange Zeit hin und wir sind jetzt, die Berichtssaison nimmt jetzt Fahrt auf. Also jetzt gibt es tatsächlich die ersten Informationen aus dem letzten Quartal 2023. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass da immer nur positive Überraschungen kommen. Da wird sicherlich auch die eine oder andere Enttäuschung kommen. Also erste Perspektive für 2024, Abschwächung der Konjunktur und damit Zinssenkung der Notenbanken. Die Europäische Notenbank dürfte sogar schon Zinsen senken, rein dahingehend, dass wir sagen, die Inflation ist deutlich stärker gefallen als in den USA und wir haben eine Rezession bzw. eine ganz starke Abschwächung der Konjunktur. Also hier würde man sogar Zinsen senken können, rein von den Daten her, aber auch hier sind wir skeptisch, dass das passiert. Oder anders gesagt, wir sind uns sogar relativ sicher, dass es nicht passieren wird. So, was ist das zweite Szenario, die zweite Perspektive? Der Abschwung bleibt aus. Das heißt, die Konjunktur bleibt stark, der Arbeitsmarkt bleibt stark und die Fed lässt sich weiterhin Zeit mit den Zinssenkungen. Und jetzt ist die Frage, hat das tatsächlich noch positive Auswirkungen auf die Börsen oder ist es bereits, wie ich es hier geschrieben habe, eingepreist? Ich würde behaupten, dass es bereits stark eingepreist ist, dass man wirklich von den Marktteilnehmern davon ausgeht, 3, 4, 5, 6 Zinssenkungen im nächsten Jahr. Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Aber wer bin ich, dass ich den Markt vorhersagen kann? Natürlich kann auch ich das nicht oder wir das nicht, aber wir können uns sehr gut vorstellen, dass der Markt hier auch ein gewisses Enttäuschungspotenzial hat. Das heißt, wenn die Wirtschaft stabil bleibt, es keinen Abschwung gibt, dann wird es sicherlich erstmal einen kleinen Schub geben, was die Investitionen in Aktien betrifft. Aber es wird dann eben nicht zu diesen Zinssenkungen kommen, in diesem Ausmaß, wie man sich das vorgestellt hat. Und das könnte ein gewisses Enttäuschungspotenzial mit sich bringen. Interessant ist, dass nach wie vor 66% immer noch davon ausgehen, da passiert gar nichts. Und Hard Landing, was ja früher die Rezession war in der Definition, ist heute schon gar nicht mehr die Rezession. Heute sagt man, Hard Landing wäre so ein Nullwachstum, ne? Also keine Rezession, aber ja, einfach eine schwarze Null. Also hier ist doch die Stimmung schon sehr, sehr groß. Und wenn die Stimmung so groß ist, dann muss man wirklich davon ausgehen, dass, wie gesagt, Enttäuschungspotenzial ist. Und ich hatte es gerade gesagt, die Berichtssaison nimmt nun Fahrt auf. Und da bin ich sehr gespannt, was die Unternehmen zu berichten haben und welche Unternehmen hier ein Stück weit jetzt tatsächlich unter der Liquiditätsverknappung gelitten haben. Nicht jeder hat eine Preissetzungsmacht gehabt in der Inflationszeit und nicht jeder hat so robuste Geschäftsmodelle, um über einen langen Zeitraum das durchzuhalten. Also es kann durchaus sein, dass hier das eine oder andere Unternehmen unter Druck kommt und Enttäuschungen mit sich bringt. Gehen wir es aber trotzdem nochmal von der Theorie her durch. Die Statistik spielt ja auch mal eine gewisse Rolle und ich hatte es nochmal immer schon oft erwähnt, aber ich möchte es gerne nochmal wiederholen, weil es wichtig ist. Wir haben jetzt hier, ich zeichne es mal ein, unglaublichen Rückgang auch gesehen von den Zinsen. Wir waren ja bei 5%, dann sind wir jetzt rund auf 3,9. Ich weiß gar nicht, wo wir heute stehen. Werfe ich da mal einen Blick drauf. Bonds. Die Frage ist halt, geht es nochmal hoch? Es werden ja jetzt, wenn mein Kenntnisstand richtig ist, in den nächsten Wochen fast 2 Billionen US-Dollar, Euro, Entschuldigung, jetzt sind wir wieder über 4, bei 4,052 10-jährige Treasuries. Also in den nächsten Wochen werden rund für 2 Billionen Euro, 2 Billionen Euro Anleihen ausgegeben. Unter anderem natürlich auch in den USA, von einigen Staaten in Europa, von UK und auch Japan, alles Länder, die sehr stark verschuldet sind, die eine sehr hohe Verschuldung haben. Und die Frage ist, kriegen sie die Anleihen so platziert, wie sie sich das vorstellen? Also bleibt es bei diesem Tief hier oder haben wir nicht doch das Szenario von 2007, 2008, dass es nochmal nach oben geht? Also wir haben auf der Rentenseite, ich hatte es gesagt und ich bleibe dabei, sind wir doch sehr positiv für das Jahr 2024. Trotzdem haben wir die Duration jetzt in unseren Fonds, ich sage mal im Schnitt, immer noch so bei 3,5 Jahren. Also eine gewisse Vorsicht ist nach wie vor geboten. Trotzdem, für das ganze Jahr gesehen, sind wir für den Rentenbereich positiv. Das zum Rentenbereich. Zum Aktienbereich komme ich gleich noch.
hier mit dieser Folie. Lassen Sie mich aber ganz kurz noch mal was zum Rentenbereich sagen, weil das ja auch im Prinzip eine ganz wichtige Information ist. Gucken Sie sich mal, ich muss mal eben was hier, so, das mal auf die Seite schieben. Also, Sie sehen immer, das ist auch nochmal wichtig zu wissen, dass die Zinsen ansteigen, wie man hier ist, zurück, sorry, mein Stift macht nicht, was ich will, dann muss ich ihn dazu zwingen. So, also wenn die Zinsen hier nach oben gehen, dann steigt im Prinzip auch wenn der kurze Zins nach oben geht, steigt auch der lange Zins. Und hier haben wir das gesehen, das ist nochmal dieses Phänomen, dass der lange Zins schon gestiegen ist, wo lange Zeit nichts passiert ist im kurzen Zins. Erst deutlich, deutlich später wurden die Zinsen massivst angehoben und sind über dem langen Zins. Und diese inverse Zinsstrukturkurve, die hält nun natürlich schon eine gewisse Zeit an. Das ist auch alles nicht gut. Ich meine, Sie wissen, da gibt es eine gewisse Garantie für Rezessionen. Also ich will das alles nicht ausschließen, ich will auch nicht reinspekulieren, aber es bleibt dabei, vorsichtig zu sein, ist das Gebot der Stunde auch in 2024. Und viele sagen, naja, in 2023, Künzel, hat es ja nicht gestimmt, da war Vorsicht der falsche Ratgeber. Nein, war es nicht. Vorsicht war auch in 2023 ein guter Ratgeber. Dass die Märkte so dynamisch reagiert haben, kann man sicherlich auf eine Altliquidität zurückführen, kann man sicherlich ein paar Erklärungen dafür finden. Aber im Großen und Ganzen war es vernünftig, auch im letzten Jahr vorsichtig zu sein. Und kommen wir zur Aktienseite. Die Aktienseite, und das ist auch nochmal zur Aufklärung, weil viele da mich immer wieder gefragt haben, ja, wie können denn die Aktien steigen, wenn die Zinsen steigen? Es ist immer positiv für Aktien. Das sehen wir hier, wenn Zinsen steigen. Also der Leitzins steigt und der Aktienmarkt auch. Der Leitzins steigt und am Aktienmarkt auch. Erst wenn der Leitzins gesenkt wird, also sprich, weil die Konjunktur unter Druck ist oder weil wir sogar eine Rezession haben, erst dann fällt auch der Aktienmarkt. Und das sehen wir auch hier, hier und hier. Nur ist nun die Frage, wie weit fallen wir denn jetzt hier im kurzen Zins? Und welche Auswirkungen hat es auf den S&P, der sich jetzt mit einem schönen Doppelhoch aus dem Jahr 2023 verabschiedet hat und ins Jahr 2024 startet? Also hat er denn Potenzial bis darunter? Fragezeichen, rein markttechnisch gesehen. Ich will das nicht nochmal, das ist keine Spekulation. Ich will Ihnen nur sagen, warum es Sinn macht, in 2024 durchaus mit einem gesunden Mischportfolio, also positiv für Anleihen, Investment-Grade-Anleihen, hohe Bonitäten sind ganz wichtig, und selektiv auf der Aktienseite unterwegs zu sein, ist das Gebot der Stunde. So, kommen wir mal kurz zu den Risiken. Ich habe noch so viele Folien dabei und bin hier schon zeitmäßig etwas unter Druck. Fangen wir mit den Risiken an. Also die Risiken sind, die Zinssenkungsschritte treten nicht ein, wie der Markt das gerne hätte. Das ist das erste Risiko und ich streiche das hier gerne mal ein. Also, die Zinssenkungsschritte, die vom Markt erwartet werden, werden nicht erfüllt, könnte eine erste Enttäuschung sein. Eine tiefe und lange anhaltende Rezession in Deutschland und Europa könnte ein Problem werden. Das belastet natürlich viele Titel. Es belastet aber auch dieses, Sie kennen das ja, dieses deutsche Geschäftsmodell. Ne? Wir haben günstige Energie gehabt, das ist vorbei. Wir haben gut ausgebildete Leute in Deutschland. Jetzt hätte ich beinahe gesagt, gehabt. Es gibt noch ein paar. So, sorry für diese Polemik an der Stelle. Aber auch hier gibt es inzwischen große Probleme. Und die guten Exportmärkte, ja, Sie wissen auch, die zeigen uns inzwischen teilweise die kalte Schulter. Also das bleibt alles unter Druck. Die Auftragssituation im Industriesektor bleibt unter Druck. Damit verschlechtert sich auch die Kapazitätsauslastung. Der Automobilsektor hat ganz große Konkurrenz aus China bekommen. Also es gibt große Risiken, die es zu beachten gilt. Auch, ich habe es gesagt, auch wenn die europäische Inflation durchaus deutlich zurückgekommen ist, ist es hingegen, was die US-Gesamtinflation betrifft, die jetzt hier von 3,2 wieder hoch ist auf 3,4, ich hatte es Ihnen gesagt, am 11. Januar, bietet nicht die Möglichkeiten, aus unserer Sicht jetzt massive Zinssenkungen in 2024 anzustreben seitens der Federal Reserve. Also ich fasse mal kurz zusammen. Die Risiken sind da und die Risiken werden sicherlich auch, ich sage mal, genau beobachtet werden. Es gibt gewisse Vorhersagen,
es gibt verschiedene Prognosen der Fondsmanager, der Investoren, und die müssen natürlich, die dürfen nicht enttäuschen. Im letzten Jahr haben sie in Europa sehr stark enttäuscht, in USA eher nicht, da gab es positive Überraschungen, also der Surprise Index war positiv. Deswegen ist der amerikanische Markt auch im letzten Jahr so gut gelaufen. Aber vergessen Sie bitte nicht, dass wir auch eine sehr, sehr starke Korrektur hatten letztes Jahr im S&P und im Nasdaq, nämlich beginnend in der letzten Juliwoche bis einschließlich 25. Oktober. Erst am 26., 27. Oktober ging es dann wieder nach oben. Und zwar in einer Geschwindigkeit, die sicherlich nicht prognostizierbar war. Aber wir hatten auch im Jahr 2023 doch, auch wenn der Anstieg bis dahin sehr gut war, eine deutliche Korrektur. So, wenn wir jetzt hier uns mal die Prognosen anschauen von den Fed-Dots, dann sehen wir hier ungefähr so eine Median. Ah, der Stift will nicht, was ich heute will, also muss ich da immer noch mal eingreifen. So, da sehen wir hier, dass der Median so bei der Range 4,5-4,75 liegt. Es könnte aber auch 4,75,5 sein. Also das würde so bedeuten, dass wir so ja ein, zwei, also sagen wir mal, gehen wir mal von zwei, also ich persönlich würde sagen zwei Zinssenkungen maximal. Aber nochmal, wer bin ich, der das behauptet oder prognostizieren kann? Aber man kann durchaus davon ausgehen, dass nicht die schon vorhergesagten 4, 5, 6 Zinssenkungen kommen, die der Markt gerne hätte. Das würde bedeuten, dass wir tatsächlich in eine Rezession fallen in den USA. Und dann, ja, dann sind diese Zinssenkungen möglich, ist es aber aktuell nicht in Sicht. Europa hatte ich bereits angesprochen, hier fällt die Kerninflation, die Verbraucherinflation fällt, die Verbraucherpreise, also hier wäre durchaus die Berechtigung da, was zu tun seitens der EZB, werden sie aber nicht machen. Also auch das ist für uns relativ schwer vorstellbar, dass die EZB hier aktiv wird. Und deswegen, ja, würde ich sagen, dass wir hier auch keine Zinssenkung zu erwarten haben, bevor nicht die amerikanische Notenbank die Zinsen gesenkt haben. Wenn man hier die Kerninflation gegenüber dem Wert vor 6 Monaten sieht, ich kreise es hier unten nochmal ein, dann ist das schon ein ziemlicher Rückgang, ne, den wir da auch verzeichnen durften. So, kommen wir noch last but not least zum Konjunkturindex in der Eurozone. Und da sehen wir schon die Lage, das ist gerade, was ich gesagt habe, also die Inflation kommt massiv zurück. Der Konjunkturindex zeigt extrem anhaltende schwache Dynamik. Und das ist das Thema, was wir haben, dass die laut der Daten im Prinzip die Europäische Zentralbank eher was machen könnte, als es die Federal Reserve tut. Aber ich würde es gerne nochmal ausschließen, wahrscheinlich passiert das nicht. So. Also Risiken sind genügend da und Auftragseingänge sind rücklaufend. Ich will Ihnen mal ganz kurz 2 Folien zeigen, bevor wir zu den Chancen kommen. Habe ich die Zeit noch? Ja, die habe ich noch. Also, ich zeige Ihnen mal 2 Folien hier. Einmal die Auftragseingänge in Deutschland, ich hatte es angesprochen. Die Auftragseingänge in Deutschland, Veränderung gegenüber Vorjahr. Das ist alles nicht so lustig, was wir hier sehen. Dann haben wir hier die Automobilverkauf. Also nochmal, Auftragseingänge rückläufig und Automobilverkauf auf 12-Monats-Basis, alles andere als zufriedenstellend. Vergessen Sie die blauen Balken, schauen Sie nur auf die orange Linie, die 12-Monats-Summe, auch wenn es im Jahr 2023 ein Stück weit wieder nach oben gekommen ist. Es ist die alten Zeiten der 2000er Jahre, der 2010 bis 2020, die sind vorbei. Der Automobilsektor ist sehr stark unter Druck. Man hat jetzt natürlich von diesen fetten Jahren, so möchte ich es einfach mal nennen, ein Stück weit seine Hausaufgaben nicht gemacht, sondern hat sie einfach mitgenommen und jetzt haben andere, die in der Zeit ihre Hausaufgaben gemacht haben, die Nase ein Stück weit vorn. Also Druck da in Europa, bleibt der Druck. Und es hat sich natürlich jetzt nicht viel verändert zu unseren Prognosen im letzten Jahr noch, als wir gesagt haben, ja, der Fokus sollte auch allein durch die US-Wahl ein Stück weit auch in die USA gehen, aber nicht ausschließlich. Und ich will Ihnen jetzt versuchen, mal aufzuzeigen von den ganzen Risiken, was gibt es denn für Chancen in 2024 und sind die Chancen tatsächlich, ja, ich sage mal ein Stück weit realistisch eingeschätzt. Also, wir sind der Überzeugung, dass Sie mit Anleihen in einer hohen Bonität und einer mittleren Laufzeit eine gute Auswahl treffen auf der Rentenseite. Also wir werden es wohl so tun. Und auch ausgewählte Emerging Markets Anleihen dürften durchaus positive Auswirkungen in den Portfolios haben.
Aktien von Unternehmen, deren Geschäftsmodell weitgehend konjunkturunabhängig ist. Der Stift macht nicht, was ich will. Sorry, nochmal. Also hier, da machen wir das. So, kreisen wir das ein. Die dürften auch weiterhin partizipieren, wenn sie aber auch weiterhin hohe Margen aufzeigen. Da zeige ich Ihnen gleich noch eine Folie dazu. Ja, haben wir die Sondersituation KI. Also die Frage ist, gibt es KI-Rückenwind in 2024 oder ist das schon so gut gelaufen, dass man einfach mit Rückschlägen in 2023 rechnen muss? Wir würden sagen, nein, der Rückenwind ist noch da und wird auch in 2024 anhalten. Wir haben auch im Versicherungssektor eine relativ gute Meinung hinsichtlich des Gewinnwachstums. Also auch hier, ich habe es ja immer letztes Jahr schon gesagt, auf Sektorebene muss man ein Stück weit vorsichtig sein, aber es gibt auch gute Chancen. Ich sage mal hier eine relativ gute Wertentwicklung auf 6 Monate bis maximal 12 Monate vorherzusagen. Das ist sicherlich nach dem letzten Zinsschritt möglich. Ja, Sektoren wie Basis, Konsumgüter, ich habe es hier hingeschrieben, und Gesundheitswesen sind historisch gesehen hier auch mit einer relativ guten Entwicklung der letzten 6 Monate seit dem letzten Zinsschritt. Also wir sind auch hier für das Gesundheitswesen, auch der zuletzt vielen Insiderkäufe, relativ positiv gestimmt. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass der ganze Gesundheitssektor in 2025 noch mehr an Fahrt gewinnt, weil auch in 2024 allein durch die US-Wahlen der Sektor bekanntermaßen etwas unter Druck gerät. So, kommen wir nochmal zu den Chancen mit Folien unter bewiesen. Also einmal hier das Investment-Grade-Thema, was ich gehabt habe von Anleihen, also Unternehmensanleihen mit Investment-Grade, auch wenn sie jetzt ein Stück weit zurückgekommen sind, sind von der Zinsseite sehr gut gelaufen. Jetzt haben wir das Zinshoch möglicherweise erreicht. Also jetzt hier die Duration etwas hoch zu bringen, macht Sinn. Nochmal, Klammer auf, es kann sein, dass die Zinsen nochmal leicht ansteigen, Klammer zu. Also nicht all in gehen also ich rede immer von D&E-Sicht, das soll ja ausdrücklich keine Empfehlung sein, dass wir sagen, vorsichtig reingehen, erste Halbjahr nochmal ein Gefühl dafür kriegen, wie der Anleihemarkt tatsächlich auf die Gegebenheiten des Marktes reagiert. Wir fokussieren uns, wie gesagt, ich habe es auch hingeschrieben, auf Investment-Grade-Unternehmensanleihen mit mittlerer Laufzeit. Dann sehen Sie in der blauen Linie noch den Stock 600 mit Dividendenrendite und dann die graue Linie sind die Rendite der 3-monatigen Staatsanleihen in Deutschland. So, und jetzt kommen wir zu dieser für mich sehr wichtigen Folie. Wo wird denn noch Geld verdient? Wo sind denn die Margen noch hoch? Und da sehen Sie eindeutig die graue Linie hier. Da oben, die ist führend. Und wer ist das? Ja, wenig überraschend, die EBITDA-Margen des S&P 500. Also, es ist schon so, dass wir darüber diskutieren müssen, dass es auf Schulden basiert, im größten Teil. Ne? Wir werden jetzt auch wieder eine größere Schuldensituation sehen in den USA oder eine größere Verschuldungssituation in den USA sehen. Das ist alles nicht gesund. Und ich glaube, der größte Haushaltsposten inzwischen ist ja auch in den USA die Bedienung des Zinses. Und ja, das muss sich irgendwann in irgendeiner Form rächen. Also wir wollen jetzt da nichts Hypothetisches in den Markt schmeißen, sondern einfach mal sagen, so ist es jetzt aktuell. Und da, wo die Musik spielt, da muss man als Fondsmanager auch ein Stück weit investiert sein. Wenn man das sehr gezielt und sehr selektiv macht, dann ist es auch gesund mittel- bis langfristig. Was aber Fakt ist, und das ist einfach auch diese Fakten, die wir einfach sehen, ist, dass der US-Markt einfach 2023 sehr robust geblieben ist. Wir haben stabil wachsende Konsumentenausgaben, wir haben einen gesunden Arbeitsmarkt gehabt. Ja, und China und Euro und die Eurozone hingegen, die waren strukturell unter Druck. Das sind einfach die Fakten. Und deswegen muss man, das sieht man auch hier an den Margen, an der Margenentwicklung, das ist hier der DAX. Und wenn man dann sieht, dass die Margen massiv zurückkommen, ja, welcher Investor geht denn da noch rein in die Breite? Und gucken Sie sich mal den DAX an. Ich meine, wie modern ist denn aus Ihrer Sicht der DAX? Oder wie verstaubt ist er aus Ihrer Sicht, was die Inhalte des DAXes betrifft, beziehungsweise die Unternehmen betrifft? Also hier ist sicherlich ein Stück weit Diversifikation auf Länderebene gefordert. Okay, dann gehen wir zu den Gewinnen. Ne? Jetzt Berichtssaison, habe ich gesagt, nimmt Fahrt auf. Wir haben hier von 2021 nach Corona einen massiven Gewinnanstieg gesehen. Natürlich liquiditätsgetrieben. Jetzt gibt es hier ganz leicht nach unten. Die Frage ist, können die Gewinne bleiben oder fallen die Gewinne ein Stück weit?
Können die Amerikaner überraschen positiv, wie sie es letztes Jahr gemacht haben? Oder müssen wir mit Enttäuschungen rechnen? Also wichtig, Gewinne beobachten, Margen beobachten, Robustheit des Geschäftsmodells beobachten und schauen, politisch gesehen, also von oben nach unten, wie stark enttäuschen die politischen Ereignisse, sprich von der Notenbankseite, aber auch die US-Wahlen am Jahresende. Ich hatte es gesagt, die Konjunkturüberraschungen in 2023 waren in den USA sehr, sehr hoch. Das heißt, die Amerikaner konnten positiv überraschen und das spiegelt sich selbstverständlich auch im Index ab. Der deutsche Aktienindex steht da, wo er, man fragt sich, warum steht er da, wo er steht? Wir haben eine Rezession, es gab massive Enttäuschungen, also wenn Sie sich die europäischen Konjunkturüberraschungen anschauen, dann geht es eher hier unten lang. Dann fragt man sich, wieso steht der DAX da, wo er steht? Und das ist die Frage, die man sich tatsächlich stellen muss. Ist das gerechtfertigt? Und wenn es nicht gerechtfertigt ist und wir jetzt sagen, das Zinshoch ist erreicht, die Liquiditätsverknappung bleibt, die ändert sich nicht, dann muss es irgendwann Folgen haben. Und wir sind jetzt bei 6 Monaten, als das Zinshoch erreicht war. In der Regel sind es immer 6 bis 12 Monate, wo das Plateau bleibt, da wo es ist. Und die Frage ist, bleibt es diesmal auch innerhalb der 12 Monate da oben oder gibt es die ersten Zinssenkungen? Das ist die große Gretchenfrage. Für Europa kann man es fast schon sagen, dass hier die Zinssenkungen wahrscheinlich im ersten halben Jahr nicht stattfinden, also zumindest nach unserer Prognose. Die Frage ist, welche Auswirkungen hat es auf die Wirtschaft? Und in den USA, das habe ich jetzt mehrfach betont, ist schon eine Zinssenkung eingepreist, sowohl im März als auch im Mai. Ja, die Immobilienbaubeginner, die können wir uns hier noch in den USA anschauen. Wir haben in den USA so eine, ich habe es hier unten hier mal reingeschrieben, so ein Wealth-Effekt. Ne? Dieser Wealth-Effekt ist trotz dieser hohen Hypothekenraten schon da. Wir haben hohe Aktienkurse, wir haben hohe Wachstum in den Immobilienpreisen. Das trägt so eine Art Wealth-Effekt bei. Und das ist für die Amerikaner natürlich schon so eine Kampfstimmung, gerade in einem Wahljahr. Und deswegen ist bei vielen US-Bürgern schon eine positive Stimmung da, weil die Inflation von 9% auf 3% relativ stark und schnell zurückgegangen ist und ohne, dass der Arbeitsmarkt belastet wurde. Also hier ist auch sehr viel positive Stimmung im Markt. Ich komme gleich noch zur Markttechnik, die das auch widerspiegelt. Und die schwenkt bereits in so eine positive Stimmung rein, dass man schon aufpassen muss, ob wir nicht eher hier Verkaufssignale bekommen. Und da bin ich auch schon. Schauen Sie sich mal da an. Das ist hier der Stand Oktober 2023. Hat er gesagt, am 26. Oktober sind die Märkte stark angestiegen. Das ist hier der 17.10. Und da waren wir bei einem sehr, sehr hohen Cash-Bestand der Fondsmanager, die hier an dieser Umfrage teilnehmen. Die Kassenquote war sehr hoch. Und dann etwas später, nämlich dann im Dezember, also am 19.12., das steht da unten, ich kreise es hier nochmal ein. Also nur 2 Monate später, wenn Sie so wollen, sind wir nur noch bei 4,5. Also das hat auch, das ist das, was ich im letzten Jahr, vielleicht können Sie sich erinnern, sehr oft betont habe, dass ich gesagt habe, Mensch, wir haben so viel Geld im Cash liegen, wir haben so viel Geld im Geldmarkt liegen. Ich glaube, in den USA allein 5 Billionen US-Dollar. Wenn das mal aktiviert wird, dann ist das natürlich ein Push, ein Power für die Märkte. Aber jetzt kommt der Umkehrschluss. Wenn man jetzt sagt, okay, komm, lass uns mal die Gewinne mitnehmen und wenn die Meinung der Marktteilnehmer ähnlich sein sollte wie unsere Marktmeinung, dass man eher vorsichtig sein sollte, dann kann es durchaus sein, dass man jetzt hier Gewinne mitnimmt und die Cashquote wieder erhöht und das würde den Aktienmarkt ein Stück weit belasten. Das Gleiche ist im Fear and Greed Index. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das eine Guideline für uns ist, aber es ist interessant zu sehen, wie wir am 10. November noch extrem bärisch waren, also extrem negative Stimmung war. Das ist ein klares Kaufsignal gewesen und dann ist die Stimmung hochgegangen. Hier einen Monat später oder anderthalb Monate später sind wir jetzt schon bei 5,0 gewesen. Also geht schon eher so in die euphorische Richtung hier in diesen roten Bereich rein und da ist Verkaufsstimmung angesagt. Also ich würde mich nicht wundern, wenn wir jetzt, wir hatten es ja im letzten Jahr schon gesagt, möglicherweise laufen die Aktienmärkte so leicht in den Januar noch mit hinein und dann kann es die ersten Korrekturen geben und ja, vielleicht haben wir im Februar, ist es dann schon soweit, dass wir die ersten Korrekturen sehen. Und
Wichtig ist jetzt an dieser Stelle nochmal zu sagen, es bleibt das Fazit zu ziehen. Wir haben auf zwei Perspektiven, wir haben das Goldilocks-Szenario, also sprich, die Märkte entwickeln sich relativ gut, die Wirtschaft entwickelt sich gut, die Margen sind hoch, Zinssenkungen sind deswegen eingepreist, dass man sagt, hey, die Inflation kommt zurück, ihr könnt die Zinsen senken. Da kann es Enttäuschungspotenzial geben. Das zweite ist, das Enttäuschungspotenzial auf der Wachstumsseite ist groß, das heißt, die Margen kommen zurück, die Gewinne kommen zurück und dadurch muss die Zinsen oder wird die Notenbank eingreifen, weil sie das dann glaubwürdig tun kann oder gesichtswahrend tun kann. Und diese beiden Perspektiven führen zu unterschiedlichen Themen an den Aktienmärkten. Und deswegen, Mischportfolio bleibt, ein gesundes Mischportfolio, auf der Rentenseite hohe Bonität, auf der Rentenseite mittelfristige Laufzeit. Das ist aus unserer Sicht eine sehr gesunde Aufstellung auf der Bondseite. Und auf der Aktienseite selektiv unterwegs sein, auf der Branchenebene. Hohe Margen sind wichtig, robuste Geschäftsmodelle und natürlich auch eine gewisse Zukunftsaussicht, Thema KI. So, das war's für heute. Ich sage vielen Dank für Ihre Zeit. Ich hoffe, Sie sind wieder mit dabei. Dann am 21. Februar. Ich hatte gesagt, der Februar könnte ein bisschen holprig werden und möglicherweise ja, spiegelt sich das am 21. Februar schon wieder. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder mit dabei sind. Ich wünsche Ihnen bis dahin einen guten Start ins neue Jahr nochmal und bleiben Sie gesund. Und ich hoffe, wir hören und möglicherweise sehen uns bald auch persönlich mal wieder. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Bis dahin, alles Gute, Ihr Mario Künzel.